Hallo und einen schönen guten Abend, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Newcomer TV. Wir haben für euch heute zwei wundervolle Bands von unserer Newcomer TV-Nacht aus Oberursel, Fellas Kingdom und The Mowglis, gleich bei uns hier in der Sendung. Fellas Kingdom heißen die Jungs, die aus Frankfurt kommen und mit Super Ska ihre Fans verzaubern. Bei uns in Oberursel waren sie zu siebt auf der Bühne und haben es ordentlich krachen lassen. Kristallisiert sich schon entweder brauchbares oder unbrauchbare Scheiße raus. Ja. Aber im Endeffekt ist gut. Denn. Achso, das können wir sogar in die Kamera machen. Ja, doch. Hallo. Probieren wir mal. Wir können ja verschiedene Sachen machen. Wir machen verschiedene Sachen. Wir machen jetzt erstmal eine Laola. Wir gucken, was. Das ist die perfekte Begrüßung von uns. Achtung, bei dir fängt es natürlich dann an, ne? Okay, wollen wir aber so eine machen? Ja, oh, das wird dann machen wir so. Okay. Nein, beide Arme. Wie oh. Beide Arme? Ja, ja. Ja, ja. Achso, oh, ja, ja, ja. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Du schaffst das. Du schaffst das. Okay. Rechts zuerst. Fellas Kingdom! Buja! Und er schämt sich schon für uns. Nein. Also ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Oder wir sitzen einfach da und sagen: Hallo, guten Abend oder morgen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist. Im Internet ist es gerade Fellas Kingdom Zeit. Oh Gott. Wir sind jetzt heute nur zu dritt hier, und zwar einmal unser Gitarrist, der Lukas, der auch die Hälfte der Songs in etwa singt und geschrieben hat. Dann Kiko, einer von unseren Posaunisten, der auch singt und eigentlich die andere Hälfte der Songs geschrieben hat. Und dann bin ich noch da, ich bin auch ein Posaunist. Und ich habe bisher einen Song fertig geschrieben. Er hat quasi, also wenn man unsere Musik in Rot und Schwarz unterteilt wie im Roulette, ist er die Null. Denn er hat ein Song, aber er gewinnt immer. Er gewinnt immer, denn er ist die Sehr Bank. Ja. Was wünschst du mir denn eigentlich so? Was ich mir so wünschen würde, also ich wünsche mir, dass unser nächstes Album richtig fett wird. Richtig, so wie ich. Ja, ganz so fett muss es auch nicht sein. Okay. Nee, das sollte, also ich meine einfach, dann müssen wir uns so viel Zeit nehmen, dass wir die gesamte Liebe, die wir da reinstecken wollen, dass die auch reinpasst. Hm, ist gut. Ja. In Na 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 geht es schon auf jeden Fall, es geht in Na 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 um verwirrt sein, ja, mit 18 Jahren, das kann man so runterbrechen, und dass man doch im Endeffekt nur trinkt und damals durch die Straßen läuft und Na 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 gerölt, ja. Weil das ist das, auf was man oft reduziert wird von anderen und auf was man sich aber auch selbst reduziert, wenn man nicht weiß, was eigentlich um einen rum passiert. Und ihr hört jetzt Na Na Na. Hui! Sachen sind gepackt und das Schiff ist beladen. Die Mannschaft geht an Bord, wir können jetzt starten. Wohin es geht, na dreimal dürft ihr raten. Wir haben keine Ahnung, doch wir wollen nicht mehr warten. Darauf, dass sich irgendwas bewegt oder dass die Welt sich mal in eine andere Richtung dreht. Sie dreht sich schon viel zu lange um sich selbst, ganz egal ob uns das gefällt oder auch nicht. Sicherlich wird sie sich noch weiter drehen, ganz egal wie viele gegen den Strom gehen. Wenn ihr was verändern wollt, dann singt jetzt mit und genießt für eine Sekunde den Augenblick und singt.
bleibt stehen, doch die Zeit geht. Und wir waren auf dem Mond, doch wollen das ganze Universum. Früher gab es noch fünf Blatt dazu, aber Millionen. Heute spricht man von der ersten Facebook-Revolution. Aktien und Fonds auf die Arsche gepackt. Vorwärts ruft der Kapitän, wir rudern im Takt. Und verkackt haben alle, die noch auf der Erde leben, während wir in ferne Galaxien entstehen. Denn der Maya-Kalender ist vorbei, doch wir singen fröhlich. 1, 2, 3! Stromschaft gibt meinem Mikrofon, sagt doch das, was ich in mein persönliches Bild. Deswegen geh ich jetzt auch im Kaufrausch ins Kaufhaus und kauf mir einen atomaren Schild, der alle Strahlen dieser Welt von mir abhält. Ich singe einfach weiter, weil mir das gefällt. Ich sing na, 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 na. Also, was wünschst du dir? Ich wünsche mir für unsere Band mal einen wunderschönen Auftritt auf einem wunderschönen Festival bei wunderschönem Wetter mit wunderschönen Menschen, die zahlreich erscheinen. Als Headliner. Erstmal auf einem guten Festival, auf einem großen Festival spielen und merken, dass es den Leuten gefällt. Das wäre schon cool. Es wird den Leuten gefallen. Ein paar Bengalos. Das ist auch wichtig. Bengalos sind wichtig. Also, als Ritter in der Bande wünsche ich mir eigentlich nur viel Geld, Reichtum und Macht. Ja, doch. Nee, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das mit Fellas Kingdom noch eine Weile so geht und dass es auch weiter nach oben geht, so wie im Moment es eigentlich sieht. Sieht ganz gut aus, dass sich mal langsam so ein bisschen ausbezahlt, die ganzen letzten 4 Jahre.
die wir so rumgehangen haben. Und ich hoffe, es geht einfach, dass es so weitergeht, dass das nächste Album gut wird. Das finde ich ist ein guter Wunsch. Und auch, dass wir mal irgendwie auf dem Festival spielen. Deswegen habe ich da nichts hinzuzufügen, außer dass vielleicht noch eine Tour dabei ist. Beim Festival-Gig oder so. Eine aber Festival-Tour. Soll nach vorne immer, nach hinten nimmer. Ne? So soll es weitergehen. Ja. Margarete hat einen Freund von uns geschrieben. Valentin Hofmeier. Valentin Hofmeier kann man eigentlich namentlich nochmal erwähnen. Ja. Der ist schuld daran. Der ist schuld daran, dass wir so ein schönes Lied jetzt besitzen. Der hat sehr gerne die Drei-Groschen-Oper gehört und generell war ein großer Brecht-Fan und hat in diesem Stil auch für uns einen Text geschrieben und ihn uns großherzig geschenkt. Den haben wir dann musikalisch untermalt. Margarete, der Soldaten- und Hurensong. Ah, Gott. Wahrscheinlich wird uns niemand mehr danach irgendwie buchen, weil die denken... Was für Spaß. Ja. Margarete war ein Stück, Flex hat sie im Kopf, nach nem Mann war sie verrückt. Da kam der Balthasar mit dickem Ring, grüner Uhr, seinem Hemd und viel Trara. Auch Richard trat auf, studier, Taker nach familiärem Brauch. Auch Siegmund versucht heut sein Glück, doch Margarete wies sie alle zurück. Macht sich nichts aus seinem wahren, guten, schönen Mann. Die letzten Penner, ja, die ließ sie ran. Die Gemeinde war besorgt, dass Margarete an so einem Mord, doch dem Soldaten war sie hold. Und gab sein Licht, sein Leibgericht, bekam sich direkt ins Gesicht, aber ihr war's egal, solange sie zusammen waren. Klar, dass so ein Bug die anderen Männer neidisch macht. Doch haben sie ihn am Ende dann ja auch umgebracht. Margarete blieb zu Haus, die schwarzen Kleider nicht im Schrank. Tränen in ihrem Schoß, die Gemeinde rief sie raus, doch die Power war zu groß. Margarete fasst am Ende dann doch schließlich schnellen Schluss. Und zwar, dass sie ihrem Soldaten folgen muss. Ihrem Spieß und Trunkenbold. Ihrem Spieß und Trunkenbold. Ihrem Spieß und Trunkenbold. Ihrem Spieß und Trunkenbold. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Wir müssen jetzt gehen. Das ist ein neuer Song. Um mit seiner Musik erfolgreich zu sein, braucht jede Band natürlich auch die Unterstützung seiner Fans. So auch wie wir, denn wir stellen euch die Bands vor und freuen uns über jeden Like auf YouTube oder Facebook. Die nächste Band, The Mowglis, kommt aus Hofheim. Seit 2008 machen sie Musik und auch die drei freuen sich, hier bei Newcomer TV bekannter zu werden. Hey Leute, wir sind The Mowglis. Ich bin Dan, ich spiele Gitarre und singe. Ich bin Julian, ich spiele Bass und singe. Ich bin der Lukas, ich spiele Schlagzeug und singe nicht. Wir haben uns angefangen Musik zu machen, der Lukas und ich, 2008. Und ja, damals waren wir noch sehr jung, wie wir immer noch sind, aber noch jünger. Und damals noch ohne ihn. Und wir haben angefangen direkt mit eigenen Liedern eigentlich, die wir selber geschrieben haben. Haben eigentlich wenig Cover gespielt. Und hatten auch schon relativ früh die ersten Auftritte, 2008 auch schon. Ja, also es war alles noch ein bisschen punkiger und schneller und schrammeliger. Schlechter einfach. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber im Grunde war es so eigentlich, ja. Also wir haben uns gegründet 2008
2008 haben wir auch unser erstes Konzert gespielt. Damals nur der Lukas und ich mit noch einem anderen Bassisten. Damals war das aber noch wesentlich amateurmäßiger. Also ich war damals 13 Jahre alt, aber wir haben halt direkt schon Shows gespielt, haben uns nicht gescheut. Und ja, aber seit 2012 ist der Maki dabei, der Julian, und seitdem ist es quasi sozusagen eine neue Band. Also wir machen wesentlich andere Sachen und spielen kaum noch Songs von damals. Also im Schlaflied geht es ums Schlafen und dabei den Aspekt, sich ins Schlafen zu flüchten, sozusagen vom Leben abzuschalten und einfach zu schlafen, Ruhe zu haben. Jetzt kommt Schlaflied, nicht einschlafen, sondern dranbleiben. Viel Spaß. Der Dan hat sich mal die schöne Definition Grunge, Funk, Jungle Punk überlegt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, wir machen halt, also um jetzt Einflüsse zu nennen, haben wir viel Nirvana. Nirvana ist ein großer Red Hot Chili Peppers, Wolfmother. Wolfmother auch, ja. Ja, aber auch auf die Texte bezogen, so deutscher Kram, so Ärzte, sowas in die Richtung. Also es ist ziemlich breit gefächert. Ja, also früher war das mit Texten, haben wir eigentlich angefangen, so haben Lukas nicht viel Texte geschrieben. Er hat eigentlich nur die Toten Hosen gehört, ich habe nur die Ärzte gehört. Und ja, das mit den Texten ist eigentlich, trägt sich noch ein bisschen so weiter, so eher in die Richtung, singe auch Deutsch. Hm. Genau. Kann sich auch jeder so ein bisschen seine eigene Meinung von machen, was wir dann tatsächlich für eine Musik machen. Ist nicht so leicht zu definieren.
Also wenn wir drei Wünsche frei hätten, so als Band, dann würden wir uns wünschen Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja. Hat sich, also das meiste geht so ziemlich schnell Füllung der Rock'n'Roll, da hapert es noch ein bisschen, aber... Ja, genau. An dem Rock arbeiten wir noch. Also deine Freiheit ist höchst aktuell und der Arbeitstitel davon war Smartphones Dumb People und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Es geht darum, dass man heutzutage die Welt, also jeder hat ja Smartphones und die hat man sozusagen in seiner Tasche, die Welt als Bezug auf ständige Verbindung zur Welt, ständige Verbindung zu allen und dass halt damit allerdings die eigentliche Freiheit, die man hat, einem genommen wird. Die Freiheit, irgendwo da zu sein, wo man gerade ist. Hm. Zerfällt sozusagen in dem, dass man überall gleichzeitig sein kann. Also man verliert eigentlich den Bezug zur Welt dadurch, dass man immer mit ihr verknüpft ist. Genau. Ich würde weitergehen mit der Band. Ich würde sagen, das hängt vom Wetter ab. Wir wollten eigentlich schon Eis essen gehen, aber mal schauen. Vielleicht fahren wir einfach direkt heim. Ja. Wir wollten vielleicht noch einen Wein trinken gehen. So. Ja, ja. Wein aber erst heute Abend. Ja. Ja. Wir müssen alle noch lernen. Machen wir irgendwie sowas? Habt ihr so ein Ziel? Ach so. Ja, wir machen neu. Ja, wir wollen noch ein Album aufnehmen, aber noch sind die Lieder noch nicht komplett fertig und das Geld ist noch nicht ganz da. Und wir haben auch eine EP, die man noch erwerben kann. Nicht so schlimm, kann man kaufen. iTunes, Amazon, überall, bei Konzerten. Bei Konzerten vor allen Dingen. Wir haben sehr schöne Hardcopies, aber wir können natürlich auch downloaden. Auf iTunes, wo auch immer. Genau. Ja. Hm. Ja. Ansonsten Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Alles klar, wir sind die Mowglis. Und ihr schaut Newcomer TV.
Damit ihr einschalten könnt, wann immer ihr wollt, gibt es die ganze Sendung bei uns auch auf der Internetseite zu sehen. Und wenn ich es euch verraten darf, da gibt es noch viel, viel mehr. Wie zum Beispiel den neuen Clip von April Art. Hier bei uns als Newcomer-TV-Clip des Monats. Am Ende muss man bekanntlich Tschüss sagen. Das tue ich jetzt, ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal bei Newcomer TV.